Nein, jetzt? Jetzt höre ich aber was. Tada. Also, ja, also ich bin Student hier an der Hochschule für Gestaltung im Fachbereich Produktdesign. Und Silvan hat mich gebeten, ob ich nicht einen kleinen Vortrag bzw. einen Beitrag machen kann zum Thema Hacking. Und das wird bei mir nicht sehr computerlastig werden. Also ich habe mich dann auf die analoge Variante so ein bisschen gestürzt und mir überlegt, was könnten Hacks, analoge Hacks bzw. Hacks in Design bedeuten. Und ja, Hacker is one who hacks. Ich habe drei Projekte mir ausgesucht, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte zum Thema Hack. Und zwar das erste ist IKEA Hacks the Classic. Das heißt, eine Kommilitonin von mir gemacht, die Laura Jungmann. Und die hat einfach klassische Malerei benutzt und da IKEA-Produkte platziert. Also der Caravaggio, der Bacchus, der hat ein Glas von IKEA in der Hand. Eins, das wir vermutlich vielleicht auch zu Hause im Küchenschrank haben, einfach um darauf hinzuweisen, dass IKEA sich selber bei uns in die Wohnzimmer und Betten hackt und wir eigentlich uns mit klassischen, in Anführungszeichen, klassischen IKEA-Möbeln umgeben. Das Ding ist, dass wahrscheinlich IKEA, weil weltweit Vertrieb schon einen Anspruch hat, das als Klassiker zu benutzen. Das heißt, jeder hat dieses Projekt, Produkt und jeder kennt es und jeder lebt damit. Hier ist noch ein anderes von Van Gogh, eine Zimmeransicht, wo ein Tisch mit eingebaut ist, der eigentlich so eins zu eins auch bei IKEA zu kaufen ist. Oder Spitzweg hat neben seinem Bett auch die Box, die man auch bei IKEA bekommt. Also IKEA hält Einzug in Wohnzimmer, Küche und überall. Ja, ich hoffe, dass Billy nicht irgendwie der Klassiker und ja, als Möbel bleibt. Das nächste Projekt ist ein Projekt von 5.5 Designers. Das habe ich dieses Jahr in Mailand gesehen auf der Möbelmesse. Und zwar haben die was ganz Nettes gemacht. Die haben gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr ein Produkt verkaufen, sondern wir präsentieren im Grunde nur noch eine Bauanleitung und dann kann jeder sich dieses Produkt selber zusammenbauen. Also im Grunde geht es konkret um eine Stehlampe, die aus sämtlichen Vasen, Bechern, Töpfen, aller Art von Gefäßen, ein bisschen Zement, einem Stock und einer einfachen Klemmlampe auch von IKEA benutzt wird, um daraus ja, auch eine Stehlampe zu machen, oder jeder kann das halt machen. Und im Grunde, was sie gehackt haben, ist der Produktionsweg. Das heißt, normalerweise hat ja so ein Produkt einen endlos langen Produktionsweg. Man macht einen Entwurf, man sucht sich einen Produzenten, der es produziert, einer, der es herstellt, und dann wird es in die ganze Welt transportiert, wenn es gut läuft oder wenn man das möchte. Und die haben lediglich einfach nur noch die Bauanleitung hergestellt und ein Bild dazu gemacht, was den Eigenbau anregen soll. Und ja, das geht relativ einfach, ist eine simple Geschichte und passt und funktioniert sehr gut. Cuisine Objet heißt es, das Projekt. Jo, das war das zweite. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Und zwar ist das ein Hack, der sich mit einem Produkt oder einem Werkzeug beschäftigt. Das ist ein Projekt, das habe ich selbst zum Vordiplom hier an der HFG gemacht. Und zwar habe ich mich mit Werkzeugen auseinandergesetzt, speziell halt mit Schraubzwingen dann nach einer Zeit. Und ich weiß nicht, Schraubzwinge wird jetzt hauptsächlich in der Schreinerei benutzt als Werkzeug, um wirklich Möbel herzustellen, um Verleimungen zu machen und ja halt Möbel zu generieren. Und ist ein Werkzeug, was halt dann auch wieder verschwindet eigentlich vom Holz, wenn es dann irgendwie fest geworden ist. Und was ich gemacht habe, ist, habe hier eins dabei. Ich habe dieses Produkt auch, sag ich mal, gehackt und habe dem einen anderen Griff verpasst. Also im Grunde wird dieses Werkzeug für die Schreinerei relativ unbrauchbar, will aber trotzdem irgendwie was anderes sein. Und
Um das zu zeigen, habe ich meinen kleinen Film noch mit dabei, was ich dann daraus gemacht habe. Weiß nicht, ob man es. Achso. Ich habe nicht so viele. Also was ich getan habe, ist in einen anderen Kontext zu gehen mit diesem Werkzeug. Und zwar Möbel oder Möbelversatzstücke zu suchen, die mir gefallen oder die ich gerne haben und verändern möchte. Und habe ganz einfach mit diesem Werkzeug, mit diesen vorhandenen Elemente oder Möbel oder Möbelversatzstücke, Bücher, alles was mir so in den Sinn kommt, genommen und halt erweitert, so wie ich es gerne möchte. Und ja, das Schöne ist, dass man wirklich fast alles benutzen kann, um neue Dinge damit zu machen. Und es ist halt ganz einfach, weil dieses Werkzeug, das hat eigentlich im Grunde nur eine Funktion. Also man schraubt halt Dinge zusammen. Und aber es kommt halt voll drauf an, was man zusammenschraubt. Und dann halt mehr oder weniger sinnlose oder sinnvolle Gegenstände zu haben. Ja. Hier ein Stuhl, der erweitert wurde. Ja, die meisten Bücher hat man nach einmal gelesen, hocken die im Schrank und warten. Ja. Ja. Ja, also es kommt dann wirklich nicht mehr drauf an, was man findet. Hauptsache, man tut irgendwas damit. Also es ist, ja. Und es macht halt echt Spaß, damit umzugehen. Und die Sachen sind einzigartig, also so ein bisschen in Karte halt, je nachdem, was man findet. Für meine Klamotten, für die restlichen. Ja, kann man Dinge ganz schnell unter den Teppich kehren. Ja. Ist wieder schön. Ja. Genau. Ja, und also dieses Teil, das ist quasi, das kann man benutzen ohne Ende. Und halt, wie gesagt, das Schöne daran ist, dass man die Dinge nicht wirklich miteinander verbindet, sondern dass es eine so eine ganz temporäre Geschichte ist. Geht's? Ja. Das heißt, also ich kann die, wenn ich es nicht mehr mag, wenn ich es nicht mehr haben mag, kann ich es wieder auseinanderbauen und mit neuen Dingen irgendwas zusammenbauen. Und ja, hier jetzt mal so eine Garderobe, die ich nochmal gemacht habe. Oder ein Kumpel von mir, der hat sich einfach eine Kleiderstange damit ins Zimmer gehängt. Ja. Im Grunde, genau, also man hackt sich seine eigenen Produkte mit einem Werkzeug. Das war's schon. Ende. Nee. Die gibt's bei mir. Ja. Das war's. Gibt's da Fragen? Irgendwie? Oder Anregungen? Kritik? Ja, also 80 Euro kostet halt eine noch, weil das, also die werden momentan von einer Drechslerei hergestellt, aber die Montage ist noch relativ teuer. Aber ich habe jetzt, war ich vor kurzem bei Bessey, diesem Schraubzwingenhersteller, der halt diese Metallteile auch baut. Und ja, die sind auch sehr begeistert und
Mal sehen, was daraus wird. Vielleicht wird's mal billiger. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht wird es sogar nicht. Okay. Noch? Rausschreien? Mit der Schraubzwinge? Ja, aber das hat jetzt nicht so viel mit Hacking zu tun. Obwohl. Ja. Ich mache mit Silbern gerade ein tolles Projekt. Ein Fächerstuhl. Aber das kommt dann auf dem Sommerloch. Zum Angucken. Ende. Okay.